Ich sag mal so, herzlich willkommen am heißesten Tag, mittlerweile die Nacht des heißesten Tages der Wetteraufzeichnung bis jetzt. So haben die es heute gesagt, die Wetterfrösche. Wie gesagt, ahoi, wunderschönen guten Abend, gute Nacht. Das ist jetzt aktuell der Moment, wenn nachts der kleine Heißhunger kommt und man Bock auf Süßwaren hat. Und man nochmal zur Tankstelle läuft und hofft, dass dort eine kunterbunte Auswahl jeglicher feinen Süßwaren auf einen wartet. Jetzt mal wieder back to Real Talk. Heute war tatsächlich der heißeste Tag seit der Wetteraufzeichnung. Und da würde mich echt mal interessieren, wie habt ihr heute den heißesten Tag verbracht? Habt ihr euch eingeschlossen im kühlen Keller? Oder wart am See, Schwimmbad, abkühlen, wie auch immer. Und ja, meine aktuelle Mission ist ab zur Tankstelle und nach Süßwaren Ausschau halten. In Berlin bekommt man zwar echt zu jeder Uhrzeit alles eigentlich, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, wo ich wohne hier, oder ob da die Auswahl einfach noch sehr low ist. Ich rede von Süßwarenlieferanten 24 Stunden durchgehend. Milde Brise hier auf der Brücke, aber geil. Flo haben wir überhaupt 0 Uhr 52 und wir haben immer noch, wir schauen mal in der Wetter-App, 25 Grad. Ich schnaufe hier auch gerade wie ein Marathon, Mann. Es ist wohl immer noch zu warm, aber ich zum Beispiel war heute den ganzen Tag unterwegs, draußen sogar mit dem Fahrrad. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, so eine Wärme wie heute habe ich selbst noch nie erlebt. Sogar der Wind war einfach heiß, aka warm. Trotz allem will ich mich nicht beschweren so. Ich liebe den Sommer. Ich finde jede Hitze besser als im Winter, früh dunkel. Hier die Frage wieder an euch, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr eher auf Winter oder liebt ihr eher den Sommer? Was hat da bei euch mehr Wertung? Okay, ich dachte echt, die haben kaum noch Auswahl, weil halt so warm war. Aber wir schauen jetzt mal einfach in die Tüte. So, hier, Bum-Bum, Toffifee, Snickers-Eis, Helmut-Eis und noch ein Capri, das habe ich schon vergessen. Und das wäre jetzt ein Traum gewesen, wenn man da den ein oder anderen Lieferservice aktivieren könnte, der einem dann schwuppsiwupps diese Süßwarenlieferung auch um diese Uhrzeit noch nach Hause bringt. Alter, ich hatte eben einen Jogger dermaßen erschrocken. Da vorne tingelt er. Alter. Kennst du, wenn du an nichts denkst, auf einmal hörst du so schnelle Schritte hinter dir? Ganz ekelhaft. Topfit wieder. Schöne Grüße an die S-Bahn. Was haben wir hier Schönes? Das ist aber noch ein Oldschool-Tretroller. Jetzt ist ja gerade der Trend, dass überall diese Elektroroller stehen. Ich suche die ganze Zeit schon nach diesen Tretrollern, aber irgendwie bei mir in der Gegend hier scheinen die auch nicht so vorhanden zu sein. Aber ich schau mal, was da vorne steht. Weil irgendwann muss ich so ein Teil auch mal ausprobieren. Okay, was haben wir hier? Hier ist nur ein Kubroller, glaube ich. Für alle Menschen, die nicht aus Berlin sind, das sind so Carsharing, Scootersharing. Heißt das dann auch Car? Heißt das bei einem Roller auch Carsharing? Das ist die Frage des Abends. Auf jeden Fall sehen die so aus. Dann aktivierst du das Ganze mit der App, setzt dich drauf und ab geht der Peter. Oh, ich muss mich beeilen, ey. Ich quatsch hier rum und hab's Eis in der Tüte. So, hier übrigens, man glaubt es kaum, heute der heißeste Tag seit Aufzeichnung. Und hier noch die Überreste von dem Unwetter vor ein paar Wochen. Hier. Auf jeden Fall liegen hier noch gut Äste rum. Ich bin jetzt auf dem schnellsten Heimweg, um mir, wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, was ich anfange, aber um mir den ein oder andere Eis hinter die Kiemen zu zwitschern. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr heute gemacht habt am heißesten Tag. Und falls jemand aus Berlin ist und so einen Süßwaren 24 Stunden Homeservice am Start hat oder kennt, schreibt mir den bitte, den Link, Kontaktdaten, ich werde Stammkunde. Ich merke, dass ich voll Dinge, voll Hechle. In diesem Sinne, ja, ich bin raus. Es war sehr spontan. Genießt die Temperaturen.